Lammansen. Sie sind dieses Jahr wieder Aussteller hier auf der MyJob OWL hier in Bad Salzuflen. Stellen Sie doch bitte einmal Ihr Unternehmen vor. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Mein Name ist Frank Lammansen. Ich bin Schulleiter des BIP International College in Paderborn in Bielefeld. Wir sind schon seit einigen Jahren Aussteller hier auf der MyJob OWL. Wir sind ein privater Bildungsdienstleister mit Sitz in Paderborn und in Bielefeld und bieten jungen Menschen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Informatik, Mediendesign, Wirtschaft und Game an. Welche Besonderheiten bietet das BIP an und zeichnet das BIP aus insbesondere? Das BIP blickt auf eine über 40-jährige Erfahrung zurück und hat schon über 30.000 Absolventen in den Beruf gebracht. Wie gesagt, sind wir spezialisiert auf die Bereiche Informatik, Mediendesign, Game und Wirtschaft. Wir sehen uns da als Chancenöffner und als Stärkenentwickler. Das heißt, wir kümmern uns um die jungen Menschen. Dabei bieten wir Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten schon mit Realschulabschluss bis hin dann zum Bachelor of Arts, Bachelor of Science durch Kooperation mit ausländischen und inländischen Unternehmen. Was bietet das BIP den jungen Menschen? Das BIP ist ja in den Bereichen Informatik, Mediendesign, Wirtschaft, Game aktiv. Junge Menschen mit Realschulabschluss, also mittlerem Schulabschluss, wie er heutzutage heißt, bieten mir eine Berufsausbildung an in 3 Jahren, bei der sie gleichzeitig die Fachhochschulreife erwerben. Das Schöne ist, im Bereich der Informatik ist die Besonderheit, dass sie an unserer Partnerinstitution der Fachhochschule der Wirtschaft sogar verkürzt weiter studieren können, sodass ein junger Realschüler innerhalb von 5 Jahren sogar zum Bachelor of Science im Bereich der Informatik kommt. Junge Menschen, die schon mit Fachhochschulreife Abitur zu uns kommen, haben die Möglichkeit, in 2 Jahren eine schulische Berufsausbildung zu erwerben und eben das Bonbon durch ein Top-Up-Studium in England, in Irland, den Bachelor of Science, Bachelor of Arts zu erwerben. Also in 3 Jahren aus Berufsausbildung und Studienabschluss im Ausland. Sehr attraktiv und in Ostwestfalen-Lippe einmalig. Darüber hinaus bieten wir Menschen, die eine Weiterbildung suchen oder eine Umschulung im Bereich der Informatik, ein sehr kompaktes Weiterbildungs-Umschulungsangebot. Und zwar innerhalb von 1,5 Jahren kann man bei uns zum Informatiker IT-Security sich umschulen lassen. Teilweise sogar durch die Bundesagentur für Arbeit refinanziert. Also insofern sehr attraktiv, sehr interessant, weil da auch die Jobchancen sehr gut sind für etwas erfahrene Menschen. Ja, und schließlich und endlich bieten wir Unternehmen in der Branche, hier in der Region, in der Informatik eine IT-Berufsschule an. Das heißt, wir haben tatsächlich Auszubildende namhafter Unternehmen hier in der Region, die ihre IT-Auszubildenden zu uns zum BIP nach Paderborn schicken. Welche Bedeutung haben aktuelle Unterrichtsinhalte für die BIP-Ausbildung? Aktuelle Unterrichtsinhalte sind sehr wesentlich und sehr wichtig für unsere Ausbildung und Studienangebote, denn wir möchten, dass unsere Absolventen beruflichen Erfolg haben. Das heißt, wir müssen da entsprechend aktuelle Inhalte einfließen lassen. Das schaffen wir dadurch, da wir einen sehr intensiven Kontakt zu Unternehmen pflegen, teilweise durch eine IT-Berufsschule. Und in jedem Ausbildungsgang sind Praxisphasen, Praxisprojekte integriert. Auch da bekommen wir immer wieder Trends, Entwicklungen aus der Praxis mit, die wir dann in die Ausbildung integrieren. Welche Vorteile bietet das Top-Up-Programm? Das Top-Up-Programm ist eine Besonderheit in Ostwestfalen-Lippe. Wir haben Kooperationspartner insbesondere im Ausland, die Southampton Solent University und das Griffith College, Southampton Solent University in England, das Griffith College in Dublin. Beides sehr renommierte Universitäten, sehr praxisberufsorientiert. Und die BIP-Studierenden, die mit Abitur, Fachhochschulreife zu uns kommen, 2 Jahre bei uns die Ausbildung machen und gleichzeitig auf das Auslandsstudium vorbereitet werden, brauchen dann nur noch ein weiteres Jahr im Ausland zu verbringen und haben sozusagen eine Kombination aus Berufsausbildung und Studienabschluss. Das heißt, sie kommen dann mit dem Bachelor of Arts oder Bachelor of Science zurück nach Deutschland. In England bzw. Irland besteht auch die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu machen oder eben nach dem Bachelor sich einen Job zu suchen. Die jungen Menschen haben dann gezeigt, dass sie sehr flexibel sind. Sie haben sich ja der Herausforderung gestellt, innerhalb eines Jahres im Ausland zu studieren. Und wir bereiten die jungen Menschen sehr gut darauf vor, sodass das ja, im Sinne eines Rundum-Sorglos-Paket auch sehr gut gelingt. Die BIP-Absolventen sind in der Regel im oberen Drittel eines Abschlussjahrgangs wiederzufinden und erfreuen sich dann eben wirklich einer praxisnahen Ausbildung
hervorragenden Englischsprachkenntnissen und einem guten anerkannten Bachelorabschluss, den Sie international erworben haben. Vielen Dank für das Interview, Herr Lammers. Sehr gerne, Herr Professor.